Ich glaube, das Besondere an unseren Häusern ist die Zweckfreiheit. Zu sagen, es ist ein Ort, der ist einfach schön. Und dann vielleicht auch zu spüren, auch dann, wenn man selber vielleicht nicht unbedingt christlich orientiert ist, zu spüren, es ist etwas, was auch über sich selber hinausweist. Also was über den Alltag, den eigenen Alltag, das eigene Leben hinausweist. Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Menschen sagen, wir haben das Gefühl, wir waren ganz lange hier, auch wenn es nur kurz war, und wir gehen mit neuer Kraft in unseren Alltag zurück. Das Kloster ist ja ein Ort, der seit 800 Jahren von Frauen belebt ist, seit der Reformation von Frauen, die evangelisch sind. Und es ist so, dass wir Frauen einladen, mit uns zu leben, die evangelisch sind und alleinstehend. Das kann seit einigen Jahrzehnten auch so sein, dass man auch verwitwet oder geschieden ist. Und es sind Frauen, die eben gerne sich in die Aufgaben des Klosters auch einbringen und die eine Liebe zu dem Ort haben. Und die erste Aufgabe ist das gemeinsame Gebet, der Gottesdienst besucht. Wir nehmen also immer gemeinsam am Gemeindegottesdienst teil und wir gestalten gemeinsam Andachten des Konventes. Und dazu gehören dann die Aufgaben, die mehr auch für die Öffentlichkeit bestimmt sind und sichtbar sind, wie Führungen, und wir organisieren Ausstellungen, Konzerte. Wir veranstalten Einkehrtage. Das macht eine unserer Konventualinnen, eine andere ist zuständig für die Gästebetreuung. Meditative Tage, die ich hier anbiete, verschiedene meditative Formen, die ich dann anbiete, in Form von Meditation, Schweigemeditation, Sitzmeditation, aber auch Gehmeditation, was dann meistens im Garten stattfindet, wenn es das Wetter zulässt. Eine Gehmeditation, wo man ganz bewusst eben die Natur und alles, was einen umherum ist, ganz bewusst und mit allen Sinnen wahrnimmt. Und dabei ist dann eben auch natürlich der Bach und die Geräusche von Vögeln, von Tieren, von Bach und so weiter. Das ist so ganz aufmerksam auf diese Umwelt reagieren. Weil wir ja auch das Wasser im Namen unseres Klosters haben. Mariensee war dieser Bachlauf und der Fluss für uns ein besonders schönes Bild für das, was auch unsere Erfahrung ist, dass wir dort, wo wir in Verbindung stehen zum Wort Gottes, für das ja auch immer wieder das Bild des Wassers gebraucht wird, dass wir dort in der Kraft stehen und dann auch Frucht bringen können.